Hi Leute und herzlich willkommen bei Dread TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr merkt, ich habe keine Stimme mehr. Das liegt daran, dass wir gerade im Stream komplett am Eskalieren sind. Und ich bin nicht krank, nein, aber im Stream geht es einfach krank zu. Ich war im Dezember bei 150 oder 200 Subs und wir sind mittlerweile über 400. Wir eskalieren jeden Abend Partytime und deswegen habe ich keine Stimme mehr, weil wir... Es ist einfach geil, ey. Es macht Spaß und so soll es auch sein. Heute ein ganz besonderes Let's Play, Bright Memory. Ich würde das Ding so beschreiben, ist ein Mix zwischen Shooter, Devil May Cry, Messerfetzerei, würde ich sagen, und Jump and Run. Das Ding macht Spaß, geht ungefähr eine Stunde, kostet zwischen 3 und 5 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Und kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das Ding geht halt nur eine Stunde, weil das ist Early Access und Episode 1. Weil dieses Projekt wird von Xiang Sheng gestartet. Und das ist eine One-Man-Show und der macht das Ganze in seiner Freizeit. Also Respekt an den Ehrenbruder, richtig geiles Teil, habt Spaß dabei. Wenn euch meine Let's Plays gefallen, ich zeige euch eh immer den neuesten Shit, dann schaut doch einfach, dass ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert und dann seht ihr auch alles, was ich so treibe. Ansonsten immer um 21, zwischen 21 und 22 Uhr auf Twitch. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns da sehen. Viel Spaß bei diesem Let's Play. Bye bye, euer Dread. Dankeschön. For one to survive, the other must be sacrificed. Techniker sein Vater. Na, Digga, ich bin Problemlöser. Hoffentlich. Warte, wir sehen noch nicht im Game. Digga, ich bin jetzt ein bisschen nervös, ey. Dicke Fresse gehabt, Digga. Und dann versagen ist nicht so mein Ding. Shelia, have you found anything? Just a special ID card. Nothing else that I can see. Roger that. I'm on my way. Keep in touch. Läuft, ne? It's so unstable. I need to hurry up and stop the teleporter. Ich muss Sensitivity aber ein bisschen runterschalten. Control. Sensitivity war viel zu hoch. Oh, Digga, schon allein diese Entry, Digga. Der macht schon Bock. Oha. Endlich hat er gutes Netz. Shelia, an unidentified unit is heading toward the laboratory. Servus, Byron. Alter, das fühlt sich gut an, das Game. So this is the control system. There may still be time. 3 Euro. No way. Long time no see, Shelia. Carter, why are you? I advise you to stay out of this matter. Wake was as stubborn as you are. What the hell happened here? Geht zu Bam, 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 Alter. Bright Memory, Early Access. Ein Mann hat das entwickelt. Ein einziger Typ. Und jetzt hat das so einen Hype bekommen, dass er das weiterentwickelt. Der wollte es eigentlich rausbringen. Jetzt wurde das gestoppt nach der ersten Episode. Und jetzt entwickelt der Typ das weiter und wahrscheinlich mit einem größeren Team. Und das fühlt sich schon, ehrlich, das Schießen und so, fühlt sich schon echt gut an. Ist in Steam, kostet 3 Euro, Digga. Hat jetzt eine Spielzeit von 3 Stunden, weil es eigentlich nur ein Early Access war. Eigentlich nur eine Episode. 3 Euro, Digga. Aber warte erstmal, lass uns das mal checken. Ich will jetzt nichts versprechen, ja? Where am I? How amazing.
sollte auch mega die Kombination aus Melee und Ballern machen können. Jumpen, Melee, Ballern, Digga. Ich bin gerade echt... Oh! Das ist meine Szene, Digga! Das ist meine Szene! 4 Euro. 3,98. What's that light? Digga, Double Jump, Double Jump! It's the light from the lab. 12. It looks like someone used to live here. Warte mal, Schiff? F? Boah, krass, Q? E. Ach, krass. Ach, da kannst du auch noch verschiedene Dinge machen. Rusty Copper Pot. Ah ja. Haben wir wieder was gefunden hier. Collective Read. Inspector. Hallo Rippi, mein Schatz. Hä? Da hab ich euch wieder... Da bring ich euch wieder heute Content, ne? Digga. Die 5 Euro vom Chris direkt wieder gut investiert. Oh, Digga. Was ist das denn, Mann? Digga. Stunden soll es circa dauern. Was sammeln wir da? Irgendwie solche Points, ne? Geil, Alter. Klar, jetzt hier das Feuer und so. Aber egal. Cool, Mann. Ey, und die Steuerung, ne? Das fühlt sich wirklich gut an, Mann. Ah, da müssen wir uns. Wo war der? Was ist hier noch? Ah, hier sind wir hergekommen. Ach, die kann auch so Wandlauf machen, ich spür's schon.
Was stand da mit Grab? C? To a cave. Where does it lead? New skills available. Press tab to upgrade. Okay, checken wir mal. Ah, wir sammeln XP ein. Okay, okay, okay. Skill. Was gibt's denn hier? EMP, Lightblade? Time Freeze, Digga. Auf Time Freeze stehe ich komplett. Wie lange hast du schon? Wir haben gerade eben erst angefangen, Brother. Digga, machen wir Time Freeze, oder? Machen wir safe Time Freeze, oder? Können wir uns das kaufen? Ah ne, 120. Not enough XP to unlock the skill. Time Freeze hört sich schon mega geil an. Was ist das? Increase Running Speed. Wednesday! 100 Bitties of Dreads Titties. Dankeschön, Brother. Ich weiß nicht, brauchen wir jetzt erstmal? Ich würde gern ein bisschen sparen. Overload. Makes air attacks possible. Ah, der ist dann in der Luft. Das ist auch geil. Wir sparen noch. Ich habe extra B gedrückt. Egal. Aber es fühlt schon gut an, das Spiel, Digga. All these soldiers remains. What happened here? Okay, da geht's weiter. Wir gehen erstmal rechts her. Hä, was war das? Ich hab nichts gemacht, Real Talk jetzt. Digga! Okay, wahrscheinlich hab ich eine Spielzeit von 5 Stunden, Digga. All these soldiers remains. What happened here? Oh shit, an ambush! Dodgen, Alter. Mega geil. Dodge des Todes. Immer schön aufs Gesicht. Klar, SS! Digga, ich bin Dreed! They came back? So there really is a substance that can regenerate life. Just like the doctor said. Brother, dankeschön für deinen Host, Mann. They're finally down. But how do I get out of here? Okay, the murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. Fledermäuse, Berg? Okay, ich sag jetzt nichts, was das ist. Okay, das heißt aber nichts.
Weil die Zeichen sind hier nicht. Symbols on the rotating disc must be the key. How does this work? Ich habe gesehen, eben als ich das rotiert habe, dass das gelb aufgeleuchtet hat. Und deswegen dachte ich mir, mache ich so auf die Code 200, weißt du? Aber hey, ist ja nur Dread, Digga. Okay, die Code 200 ist ausgestorben. No comment, guys, no comment. 4 Euro, Brother, 4 Euro. Erste Episode, One-Man-Entwickler, Bro. I need to turn on my flashlight. Oh, direkt war, ey! Direkt war da so eine Boeing-Konstruktor, Digga! Nee, das war mehr so eine Klapperschlange. Wie heißen die, Digga? Die heißen nicht, sag mal, wie die heißen. Hier die Klapperschlangen, wie heißen die krassen? Cobra, Cobra. Oh. Eine Seepferdchenstatue. Ich finde natürlich wieder 100%, ne? Ist ja klar. Is that Carter's men? It looks like they found the beam too. I have to hurry and catch up. So, jetzt gucken wir gerade, wie viel XP. Warum haben wir nur so wenig? Ich habe doch die ganze Zeit eingesammelt hier. Gibt's das nicht oder was? Oh, ich will hier freeze, time freeze. Bango, danke für dein Sub no more, Brother. Ehre. Ehre, Alter. Dankeschön, Mann. Danke für dein Sub no more, Brother. Okay, so geht's nicht. Also ich dachte, der zieht sich vielleicht direkt von Anfang an. Aber wir müssen springen und scrabbeln. Okay. Das war Dread Style.
her! Weil ich es bin! This cave is about to collapse. I have to find a way out of here. Yo, Stevo! Haben wir jetzt mehr XP? Hä? Warum sind die immer weg dann? Schaltet ihr die automatisch frei oder was ist das hier? Muss ich das verstehen? Weil eben hatten wir doch noch 84. Ich verstehe es nicht so richtig. Yo, servus, Nasa. Ich finde einfach alles, Digga. Digga, Dienstag Daumen drücken, praktische Prüfung und dann bin ich fertig. Digga. Ich drück dir natürlich alle meine Daumen. Also du weißt auch den Großen, ne? Digga. Jetzt habe ich gecheckt, Alter. Wisst ihr, was das bedeutet? Lol, eure gesammelten XP gehen komplett verloren, wenn ihr sterbt. Und ihr müsst die an so einem Feuer, Alter, müsst ihr die safen. Sonst ist alles weg. This looks like a secret passage. Yo, Servus Mania! Ah, jetzt habe ich das gecheckt, ey. Wo soll man das denn wissen? Oh. Sorry. Boah. War nicht Schimpfnudel, Digga. Wie geil ist das denn, Mann? Was ist das für ein blaues Licht hier? The reaction is growing more and more intense. Is this the lost forest the doctor mentioned? A person? I have a bad feeling. Was sagt ihr bis jetzt? Was sagt ihr bis jetzt? Ich
nur vom Spielfeeling sagen. Macht Bock. Boah, Bosskampf, Bosskampf! Here he comes. Oh, Reflect! Looks like my bullets can't pierce their armor. Ich hab keinen Schaden mit dem Bullet. Easy. Haben wir das? Junkman. Ah, okay. Scheiße, okay, das skill ich als nächstes, weil das erhöht meine gesamte XP. Jetzt wieder nicht hier anklicken. Moin, Frankie. Servus, Leon, Alter. So ein Slide fehlt mir. Er
it looks like he's controlling the black mist. I think I can get down safely. Oh shit, it's starting to collapse. Scheiße, Mann. Da war so wenig Platz, ey. Ist fast wie das Krabbenpferd! Ist fast wie das Krabbenpferd! Heißt, I have to ram. Ich dachte, jetzt muss ich hier so einen krassen Move an der Wand entlang machen, Digga. So, yeah! Was heißt ram? Wohin will der rammen? Uh-oh, it's gonna collapse. Außerdem heißt das rennen, nicht rammen. I have to ram. Ach, da war das Ram-Ding. Du musst bestimmt wieder raus, Bengo. Vielen Dank nochmal für dein Abonnement. Ich hab's oben gesehen. Oben war das. Ja, ja. Run. Uh-oh. It's gonna collapse. No. Not only run, bro. There, ram there. Hä? Wie ich gepickt hab. Digga. Uh-oh, it's gonna collapse! I have to run! They grab it! Müssen wir mal langsam machen. Uh-oh, it's gonna collapse! I have to run! Da muss ich sagen, da muss er noch ein bisschen an der Steuerung arbeiten, der Boy. Uh-oh, it's gonna collapse. Ich hab hier nichts anderes gemacht. I have to run. Ist es weg jetzt gewesen? Oder muss ich nur rennen und Q drücken? Vielleicht mache ich auch was falsch. Vielleicht muss ich nur rennen und Q drücken? Eben waren wir ja dran. It's gonna collapse. I have to run. The exit's up ahead. Nur rennen. I gotta hurry. Ohne Jump. It's her. Don't let her get away. Direkt eine Nett ins Gesicht.
also, ich muss sagen. Ey, das macht schon Bock, ey. Ey, das macht schon Bock. The crane and the underwater tablet must be related. I'll try going up. Carter seems to have left. Why did he give up on solving the puzzle? Mir fehlt noch so ein Rutschen. Follow, follow, follow. The chains and the pillars look useful. Hört sich die Waffe auch cool an, ey. Mit dir, Brother. Okay. Back this mit dir. Statue must be the treasure Carter was searching for. Holy shit, Diggi. Jetzt haben wir aber XP gesammelt.
Angriff heilen? War das eigentlich passiv? Ach nein! Ah! Press F twice. Okay, okay. Save. Immer mehr XP, das ist immer gut. Overload. Okay, jetzt können wir in der Luft. Ah, mit Deep All Damage kann man auch mal reinballern. Okay, gut. Ah, noch ein bisschen was geskillt hier. Okay, hier eine schöne Vase, antik. Nehmen wir auch mit. I should take this statue to the doctor. It must have some kind of secret. Been here before. Yo! Iggy! Halt da. Alter Remnant-Profi. Geh nach Hause, Titan! Shan Wow Dao! Okay, steht der wieder auf. Steht der wieder auf, Digga. Mach dir direkt auf so.
Statt schon wieder vorbei, Digga. Ich hab schon... Digga. Ich hab grad gedacht, wir vorbei. Das war ein cooler Boss, ey. What happened here? These corpses don't look like they were killed by those monsters. The blood on the ground looks fresh. Not much time has passed. Who are they? Why have these people been hanged here? I hope Wake's okay. Cool. Ah, das war's echt, oder was? Welcher Noob hat dafür... Warum haben die ja für 3 Stunden gebraucht? Tatsache, der. These two worlds are connected, like a pair of twins. Ey, das war's, really? For one to survive, the other must be sacrificed. Krass, das war's tatsächlich. Du kannst doch ein Plus reinhauen, oder was? Zweiten Run, oder wie? Sheila, have you found anything? Just a special ID card. Nothing else that I can see. Roger that. I'm on my way. Keep in touch. Ja, Tatsache. Ich glaube, das war's tatsächlich. Da kannst du echt nur diese eine Episode spielen, ne? Kann ich jetzt auch hier nichts umstellen oder so? Ne. Kann ich. Okay. Gut.
ich sag mal so, jetzt davon 10 Episoden wären 10 Stunden. Da kommt noch ein bisschen was, ist jetzt, ich meine, für 4 Euro, okay. Aber du kannst tatsächlich erstmal nur diese Episode hier spielen. Ja. Da würde ich sagen, Leute, mache ich mit Dragon Ball erstmal weiter. Und kreativ, wie geht's hier? Ich sag mal so, das Game auf jeden Fall dafür, dass es ein Player gemacht hat, auf jeden Fall Potenzial. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein bisschen länger. Wir haben jetzt circa eine Stunde gebraucht. Aber trotzdem, war ein gutes Spielerlebnis jetzt. Ich beschwere mich jetzt nicht, Alter. Ich halte mich jetzt mal zurück, ne? Und ja. Da kannst du jetzt erstmal nichts machen. Wir haben natürlich jetzt ein sexy Kostüm für die Olle freigeschaltet. Kann man nicht meckern, ey. Mir geht's gut, war lange nicht aktiv, muss gleich mal zur Tankstelle. Tankstelle ist legendär und kreativ, Brother. Tankstelle ist legendär. Ja, das war's. Das war's mit Bright Memory. Was sagt ihr? Chris hat ja schon gesagt, ist nicht sein Spiel, aber er sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das Ding kann er halt noch viel mehr, ne?